Teil 2 unserer kleinen E3-Vorschau. Jetzt wollen wir uns mal um die Spiele kümmern, die wir hier sprichwörtlich auf dem Zettel haben. Davor schuldet Max uns aber noch die Antwort auf die Frage, auf was sie sich freut. Denn jetzt weiß ich es. Wir haben extra eine halbe Stunde Pause zwischen diesen zwei Shows gemacht. Ich muss auch erst mal nachgoogeln. Und es ist tatsächlich eine neue Starbucks-Kaffeesorte. Oh, die wurde nämlich neu angekündigt und die gibt es nur in den Staaten. Übrigens, bringst du mir bitte M&M's mit? Ja, gerne. Gut. Hast du dich nicht schon genug gefressen? Sind weg schon wieder. Die waren so schnell weg. Die schon Kretzels. Wieder. Ja, M&M's. Alles. Ja. Die waren der Hammer. Und Peanut Butter M&M's. Peanut Butter und Mandel, bitte. Es gibt Mandel M&M's? Ja, die sind der Hammer. Das ist so eine beigefarbene Tüte. Cool. Oh. Aber Mandeln sind gute Nüsse. Also Erdnüsse ist. Mandeln sind keine Nüsse. Mandeln sind Mandeln. Mandeln böseste sind Nuss für den Körper. Und Mandeln kannst du so zum Fit bleiben auch so essen. Mandeln sind super. Bringst du mir mit? Wenn ich es finde. Ja. Bring mal diese Tonight Dough Sorte mit von Jimmy Fallon. Dieses Eis, ich will das essen. Genau, ich bring Eis aus L.A. mit. Beste Idee ever. Ist Quatsch, ne? Das war jetzt Quatsch. Nee. So, wir sprechen über die Spiele, die wir auf der E3 wahrscheinlich zu sehen bekommen werden. Und vielleicht auch so ein bisschen über die Titel, auf die wir spekulieren, beziehungsweise bei denen wir hoffen, dass sie passieren. Der Titel steht hier jetzt als letzter auf der Liste. Ich würde sagen, wir fangen mit dem einfach mal an. Den gab es ja auch schon in unserer letztwöchigen Verpfeil-Folge auf Platz 1. Was ist denn? Nix, ich trinke ab zu viel Energy. The Last Guardian. The Last Guardian. Ich freue mich da mega drauf. Also ich fände es einfach sensationell, wenn das Ding jetzt auch noch käme, denn das wurde ja vor wann? 6, 7 Jahren oder so angekündigt. Die PS3. Und ich habe inzwischen, glaube ich, 23 Mal schon den Glauben dran verloren, dass es tatsächlich noch kommt. Ich war ja irgendwann so weit, dass ich mir dachte, wann kommt denn endlich der zweite Teil? Ja, ja. Also weißt du, weil das war so, es ist schon so lange her, ja. Und ich habe gedacht, ach, das ist doch schon durch, der Titel. Ja. Das habe ich doch bestimmt einfach schon längst gespielt. Ja, also das wäre wirklich, toll. Ich hätte da so Bock drauf. Ich mochte halt einfach die Vorgänger, also die, sagen wir mal, die Vorgängerprojekte dieses Studios, also Ico und Shadow of the Colossus, unglaublich gern. Und deswegen hoffe ich, dass das jetzt noch passiert. Ich glaube aber, wenn jetzt nichts kommt, dann ist endgültig Schluss. Meinst du? Ja. Ich finde, die Zeit ist reif. Also mit all dem, wo wir zugebombt werden und Explosionen und Bar und Action, wird es mal wieder Zeit für. Es wird halt wieder keiner kaufen. Smoothen. The Last Guardian wird halt wieder kein Mensch kaufen. Meinst du? Ja, natürlich. Wie war das denn bei Shadow of the Colossus? Waren die Zahlen so schlecht? Hat sich auch nicht gut verkauft. Ohne Witz? Nee, und Ico auch nicht. Aber die haben noch so ein HD-Remake gemacht. Ja, aber trotzdem. Das ist halt, ich meine, die Leute, die das gerne spielen und mögen, die feiern das natürlich total ab. Aber das ist natürlich kein Titel, mit dem du da irgendwie so eine Mainstream-Spiel den Rang ablaufen kannst. Das auf keinen Fall. Zu japanisch? Zu speziell. Das ist halt was fürs Herz. Das war's fürs Herz, ja. Ist aber toll. Gerüchterweise soll ja der Lead Architect von der PS4 da mitarbeiten in dem Team oder das Team anleiten. Ja. Ich fände es toll. Ja. Würde ich mich freuen. Also das ist so meine E3-Hoffnung, so ein bisschen. The Last Guardian. Aber das wird ja wieder PS4-exklusiv sein wahrscheinlich. Das wird dann bestimmt wieder PS4-exklusiv sein. Dann kann ich es ja nicht spielen. Das ist natürlich schlecht. Nee, wir haben ja auch hier keine PS4 stehen. Ja, ich sehe da. Es geht nur auf meine eigenen. Ja. ID, die du auch überhaupt nicht runterladen könntest oder neu erstellen könntest. Wie wär's mit dem Eis aus L.A.? Das ist so eine Glaubensfrage, da weigere ich mich dann einfach. Ja, aber lass uns doch mal über die eben erwähnten Blockbuster sprechen. Was kommt da auf uns zu? Also natürlich neues Call of Duty, Black Ops 3. Genau. Da habe ich tatsächlich auch ein Interview. Mit wem? Mit Oliver Beck? Ich hatte zuerst... Da lacht sie halt, gell? Ich hatte zuerst eins mit dem Producer von Treyarch. Also es ändert sich gerade so ein bisschen. Es gibt einfach nur einen unannounced Interviewpartner. Gibt es dann wahrscheinlich aber bei uns auf dem Kanal am Freitag, wenn ich mich jetzt richtig genau, erinnere. Genau, ja, weil ich habe dann noch ein Hands-on für den Multiplayer und halt eine Demo, die ich mir anschauen darf. Und extra so gelegt, dass das vor dem Interview passiert. Ja. Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Weil das man ist merkt ja die Euphorie gerade auch richtig an. Ich habe Angst, dass du mir gleich hier von der Couch fällst. Sagen wir so. Im Daniel Fight Modus. Ja. Ganz schöne Meisterleistung. So wird auch die Berichterstattung ablaufen. Ja. Hallo, hier ist Maxi von der E3. Ich werde auch mein Interview so Black Ops 3, letzte Chance. Ja. Kurz vor der Kündigung. Wie wär's mal mit White Ops? Ja. Na, White Ops. Ja. Treyarch hat ja mit Black Ops sich so ein bisschen gerettet. Die waren ja davor nicht so gut. Deswegen
bin ich mal gespannt. Aber ich habe auch schon Sachen gesehen, wo sie sagen, die haben komplett neue Features und alte Features ausgeblendet aus dem Multiplayer, weil sie einfach nochmal sehen wollten, wie die Leute reagieren. Die probieren da sehr viel rum. Deswegen bin ich extrem gespannt, wie der Multiplayer wird. Gut, bin ich gespannt. Bist du eigentlich COD-Spieler? Ich spiele gerne einfach nur die Story durch. Ja, ich auch. Einfach nur ein paar Stunden mal Blockbuster-Action und die Story macht eigentlich auch immer Spaß. Genau, bei Black Ops. Aber ich bin halt bei Multiplayer-Shootern, wenn überhaupt, nur Battlefield eigentlich. Aber generell ist es nicht so mein Ding, deswegen Call of Duty spiele ich eigentlich dann nicht. Gut, ja. Battlefield, EA, was dürfen wir von denen erwarten? Von EA gibt es halt das Need for Speed, denke ich mal, dieses Mirror's Edge. Ja. Wie heißt das? Clearance? Ich weiß gar nicht mehr. Also dieser Reboot ist es ja. Das ist ja kein Mirror's Edge 2 mehr Nachfolger, sondern Reboot. Bei denen habe ich tatsächlich keinen Termin, aber ich werde mich da einfach reinschleichen. Ja, mach das. Oh ja. Ich meine, Battlefield gibt es ja nicht. Need for Speed, das neue, was sie angekündigt haben, werden bestimmt auch irgendwas zeigen. Ja. Was ist denn mit Mass Effect? Und Mass Effect, genau, darauf hoffen wir. Weil dazu ist ja im Vorfeld jetzt nicht wirklich was durchgesickert. No. Wobei es ja auch der große Trend ist seit Jahren, dass irgendwie PKs geleakt werden. Macht auch Spaß, muss man sagen. Also darauf bin ich ja mal am meisten gespannt, eben auf bzw. ob es Titel geben wird, die nicht angekündigt wurden im Vorfeld. Also ob wirklich mal so ein Knaller mal wieder dabei ist, den gar keiner auf dem Zettel hat. Gab es eigentlich letztes Jahr nicht, ne? Nee, ganz wenig. Also gibt es ja generell irgendwie nur noch wenig. Oder dass auch mal so ein komplett neuer Brand eingeführt wird, wie damals bei The Last of Us. Einfach was ganz Neues mal wieder. Fände ich halt toll. Watch ist natürlich Dogs. Auch immer, ist natürlich auch immer mutig. Ne? Und The Last of Us 2 wäre auch geil. The Last of Us 2. Glaubst du, da könnte was kommen? Ich glaube schon. Von Echt? Sony? Echt? Ich habe so, weil ich, das ist aber wirklich nur so ein Bauchgefühl. So. Oder zu dem Film? Oder würden sie den nicht auf der E3 zeigen? Ja, den würden sie eher im Zusammenhang, glaube ich, so einzeln. Ja. Filmvorstellungen haben die jetzt nicht gemacht. Die haben ja damals auch bei Halo, wo sie ja gesagt haben, dass, wie heißt unser IT-Regisseur nochmal? Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. IT-Regisseur Spielberg? Danke, Spielberg, die Halo-Serie produzieren wird. Mhm. Wo ist das hin? Ja, man weiß es nicht. Es ist echt, das war ja... Stimmt, ja. Also Last of Us weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil ich glaube halt, dass sich die Naughty Dog-Menschen jetzt dann erstmal mit Uncharted 4 beschäftigen werden. Uncharted 4, weil das wird jetzt dann kommen. Ja, definitiv. Ist aber irgendwie so, sieht cool aus, aber es ist irgendwie so, wow. Was meinst du mit Gleiche? Wow? Das ist, nein, das gibt mir kein neues Gefühl. Nein, das ist ja eben. Will auch gar kein neues Gefühl. Uncharted ist doch super. Uncharted riecht nach Abenteuer. Ja, aber mal Abenteuer in einem total unverbrauchten Setting. Ja, aber ist doch egal, dann ist halt wieder Dschungel, macht ja nichts. Ich finde, Uncharted ist einfach... Uncharted was ist in der Kanalisation zum Beispiel. Ja, ist egal, aber Uncharted ist für mich immer so Abenteuer. Ich finde generell so, erinnert mich halt so an die alten Indiana Jones Filme. So irgendwie Schatz und da jetzt hin und super. Ja, ist halt wie jedes Call of Duty, wie jedes Battlefield. Nur nicht so oft. Da, jetzt lehnen sie sich aber weit aus dem Fenster. Nö, nur nicht so oft. Wieso ist denn Uncharted wie jedes Call of Duty? Es ist halt eine Serie, die funktioniert und die bleibt ja auch in ihren eigenen Stärken drin und wird auch, glaube ich, immer da aber drin bleiben. Aber die Uncharted-Reihe hat sich doch, also bot doch bislang drei völlig naja, es ist immer das von das sich losgelöste gleiche. Abenteuer, ja, die aber schon sehr variantenreich waren. Es ist immer Urwald, nein, es ist auch nicht immer nur Urwald, nein. Es ist immer, es ist schon so ein bisschen gleich. Ich finde, das sticht durch das unglaublich gute Writing halt heraus. Weil die Uncharted-Serie war ja somit eine der ersten, die wirklich meiner Meinung nach Hollywood-Film-Niveau erreicht hat, auch vom Writing her. Die Dialoge zwischen den Charakteren sind halt echt exzellent. Super, und coole Charaktere. Sie wurden ja auch bei The Last of Us halt in einem etwas ernsteren Ton weiter auf dem Niveau fortgeführt. Aber das war für mich immer das Krasse an Uncharted. Allein beim zweiten Teil dieser Enddialog zwischen nicht spoilern, ihm und aber der Frau. Nee, ja, oder super. Ist halt und es so sind halt so zeitlose Spiele, finde ich, Uncharted. Also ich finde, die kann man auch optisch und spielerisch sowieso halt auch locker heute noch spielen. Stimmt. Sind gar nicht gealtert, finde ich. Oder so gut wie gar nicht. Selbst ein Uncharted 1 sieht immer noch super aus. Ich glaube, du magst es auch und ich mag das ja auch so gerne. Ja. Einfach, wenn man einfach einmal wieder so ein lineares Spiel hat. Ja, total. Weil der Trend geht ja so ins Open World und überall was entdecken. Ja, und sammeln und bauen. Und das stresst mich halt so mega, weil ich muss immer alles entdecken. Also bitte. Aber bei Uncharted kann ich halt einfach laufen. Ja, genau. Danke. Oh Gott. Nächste Zwischensequenz. Wir wollen lineare Spiele, jetzt geht's aber los. Ja, klar. Nein, ich stehe total auf lineare Spiele. Nicht nur, aber manchmal ist es einfach mega entspannt. Ja, genau. Danke. Selbst bei Tomb Raider war es mir schon wieder zu viel sammeln und Scheiß. Echt? Da haben wir uns damals sogar noch drüber lustig gemacht. Ja, ich will einfach mal wieder ein
Lineares. Es muss ja nicht, schlauchig sein. Man kann ja auch bei Uncharted ein bisschen hier sich austoben und rumklettern und da mal gucken und da ist ein optionaler Tempel. Und bringt da halt nur nichts. Ja, bringt halt nur nichts. Doch, bringt schon auch ja, ein bisschen was. Nein, aber eben, Spaß. Genau, einfach mal wieder so ein Action-Adventure, wo man weiß, okay, 15 Stunden vielleicht, gute Unterhaltung, schöne Story, schöne Zwischensequenzen, Baum aus, Ende, gespielt, Feierabend. Ja, bei mir war das auch immer nur wichtig, weil ich ja auch keine PS3 hatte. Ja. Und da habe ich halt immer meinen Kumpel, der ja auch hier in München wohnt, besucht und dann habe ich Uncharted durchgespielt. Super. Und das ging halt einfach so, wenn man in 3 Tagen ihn besucht hat und einfach ein bisschen Zeit hatte, konnte man einfach mal so ein Uncharted durchziehen. Weil er halt auch die Zeit fehlt, weil, also finde ich genauso, weil, wie Julius schon sagt, wenn man so ein Spiel wie jetzt zum Beispiel The Witcher spielt, dann doch eigentlich auch immer mit dem Anspruch, dann ist da auch wirklich auszukosten. Genau. Und viele Sidequests zu machen und viel zu sammeln und viele. Und da fehlt mir halt einfach die Zeit. Und da finde ich es mal wieder toll, wenn so ein Spiel kommt, wo ich weiß, geil, 15 Stunden, feinstes Entertainment und danach. Ja, mal ja, aber nicht. Ja, ja, also bei die mir. Mal ja. Der, also mal der Trend geht ja ganz klar zu, eher zum Gegenteil, also zu Open World. Und finde ich auch gut so. Ja, deswegen, ich sag auch nur ab und zu mal halt. Deswegen ab und zu mal linear, kann ich verstehen, aber nicht wieder zurück dahin. Open World ist nämlich einsame Spitze. Ja. Weil das ist auch, muss man überlegen, ist alles Geld. Open World of Witcher Niveau vor allem. 15 Stunden gegen 200. Ja. Aber, wenn ich die 200 Stunden muss ich aber erstmal haben auch. First das heißt, World Problems. Ja, das sind halt wirklich First World Problems. Aber die 200 Stunden muss ich erstmal haben. Und in 200 Stunden kann ich dann halt auch irgendwie 10 Uncharted durchspielen. Das können aber wir nur sagen, weil wir den Luxus haben, dass wir die meisten Spiele auch einfach for free bekommen. Und unfassbar reich sind. Alle drei, wie wir und hier alle sitzen. Drei unfassbar reich. Ja, aber wenn ich jetzt mir denken würde, ich müsste für jedes Spiel halt eben 70 Euro ausgeben, auf der Konsole ist es immer noch ein bisschen teurer als auf dem PC, dann würde ich mir das schon genau überlegen. Ja. Aber Uncharted würde ich natürlich trotzdem kaufen. Also da unbedingt. Ja. Also Uncharted freue ich mich riesig drauf. Unfassbar reich, aber ohne PS3. Ja. Das Problem ist, ich habe sie halt vergoldet. Und es gibt jetzt schon eine PS4 übrigens. Echt? Ja. Kannst du mal. Ist die gut? Die ist super. Es gibt eine Metal Gear PS4. Die so hässlich ist. Ich dachte, das dachte ich mir auch, dieses blöde Scheiß Weinrot. Ja, Weinrot! Ich sag das auch zu Tobi aus der GamePro, Weinrot. Und haben die das nicht, oder GamePro oder Games nicht deklariert als die schönste PS4? Weiß ich nicht. Tobi findet die auch gut. Ich finde die überhaupt nicht. Aber Metal Gear kann ich auch auf der One auch spielen. Sie. Ich hasse dich. Ich hasse wirklich, ich hasse sie. Ja, aber Weinrot ist scheiße. Weinrot ist scheiße. Und es ist sowieso jetzt alles scheiße, weil Kojima ist jetzt raus. Ja, da ist sowieso und es nervt mich sowieso alles und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das dann jetzt wird. Und so Anti-Metal Gear, weil alle auf Kojimas Seite stehen. Also. Ja. Nee, ich bin schon voll Pro-Metal Gear. Es kommt jetzt auch schon. Ja, man kommt zum 1. September, glaube ich. Ja. Das wird auch spannend. Open World ist fantastisch. Also ich habe Metal Gear. Das ist natürlich echt super, weil es halt auch ein neuer Ansatz einfach mal in der Serie ist. Ich habe Metal Gear nie so richtig gespielt. Hast du nicht? Nee, und ich wollte, dann habe dann dieses Ground Zeroes gespielt und ich habe halt nichts verstanden. Ja, aber das ist ja auch nichts. Ja, das da kamen immer andauernd irgendwelche komischen Melodien und dann war da dieser Chico. Ja, der Chico ist gut drauf. Und dann kam Chicos Thema so. Es gibt halt so ein paar Titel, die man gespielt haben sollte, wenn man die Story im Ansatz verstehen will. HD ich habe mir sogar dieses Let's Play angehört, was du gemacht hast mit Michi zusammen. Oh, danke. Ja, fand's aber habe auch an deine Erklärungen. Ja. Nicht ist zu komplex. Ja, es ist ja wegen der komplex. HD-Remakes gibt es doch da auch, ne? Ja. Metal Gear, ja. 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 Gibt es. Bietet sich an. Gibt es. Ja, es bietet, sich an. Bietet sich an. Für also Metal Gear Solid, fantastische Spiele. The Phantom Pain, da geht nichts mehr schief. Oder sie verkünden auf der E3, es kommt nicht. Ja, Kojima hat es mitgenommen. Oder es wird ein MMO. Das hat alles vernichtet. Es wird ein MMO. Oder es wird ein Free-to-Play-MMO. Ja. Oh mein Gott. Mobile aber. Facebook-Spiel. Gut, ansonsten Konami, ja gut, es wird natürlich wieder Pro Evolution 2016 kommen. Diese ganzen Auflagen, was heißt denn hier? FIFA, FIFA. Nee. Ach, du bist FIFA-Kandidat? Ich bin FIFA, ja. In der Redaktion sind die meisten ja Pro Evo, ne? Ja. In der Erektion? Pro Redaktion. In der Erektion bin ich auch meistens Pro Evo. Was hast du denn jetzt gerade reingehustet, Marco? Marco ist auch Pro Evo. Bitte, Telefon? Marco ist auch Pro Evo. Pro Evo, ja, natürlich Pro Evo. Wobei, ganz ehrlich sagen muss, seit 3-4 Jahren, finde ich, sind sie so gleich auf. Nee. Doch. FIFA Pro Evo war immer vom Spielerischen besser, von der Ballphysik und vom Gefühl. Ja, aber FIFA hat halt den Pro-Clubs-Modus. Und das ist alles, FIFA hat die Lizenzen. FIFA hat den Pro-Clubs-Modus. Ja, und wenn, das ist alles, was und darum geht's, um Poldi-Trikots. Das ist das große Asset halt. Lass dich doch nicht blenden von dem Informationsgehalt. Ja, wirklich. Ja, ich sag halt nur, das ist der Spielmodus, den ich nur spiele und Pro Evo hat den halt nicht. Pro Evo hat dafür die Champions League und wenn der Betze nächstes Jahr Champions League spielen wird, was passieren wird und das wissen wir alle, dann... dann ist... Dann, übrigens, der Tobi, ich habe gerade von ihm erzählt, der war jetzt auf dem Champions League Finale mit Konami. Wurden sie eingeladen. Weil Champions League Finale in Berlin.
angucken und Pro Evo spielen, das neue. Ja. Ah, krass. Nicht schlecht. Ja, wenn ich Fußballfan wäre, wäre ich auch Pro Evo Pro. Warum ja. das denn? Einfach Pro nur, Evo. Um mich zu haten. Nee, weil ich habe auch mal beide Spiele ausprobiert. Echt? Und mir hat Pro Evo auch besser gefallen. Okay. Da kannst du mal sehen. Wenn das die Maxi schon mal sagt. Weil ich wollte, wenn ich über Fußball schimpfe, dann muss ich mir das auch einmal angetan haben, damit ich auch sagen kann, warum. Pro Evo, ey. Trotzdem kann sich die Maxi viel besser. Ich drücke in jeder Position auf Schuss und der Ball kann reingehen. So blöd. Oh, da haben wir wohl eine kleine... Das ist aber so bei Pro Evo. Das ist Blödsinn. Achillesferse getroffen. Ja. Nein, ich sag halt nur Pro Clubs. Ein wunder ja. Punkt. Overkill's The Walking Dead. Ich wollte jetzt die Brücke zu Halo schlagen, weil Halo ich sagen wollte, mit Fußball kennen sie sich nicht aus, dafür mega mit Halo. Genau, aber da wurden ja auch schon Infos geleakt. Zu da Halo jetzt. Geleakt. Also ja. Da hat halt ein Fachmagazin schon so eine Preview geschrieben. Die GamePro war es. Komm, verraten wir es. Es war natürlich, waren es mal wieder wir. Ja. Und da gibt es eigentlich auch schon ein paar Spoiler. Also was heißt Spoiler? Da wurden halt die Teammitglieder, weil es ist ja im Endeffekt ein Team, Red versus Blue. Also der Master Chief gegen Locke, der ihn jagt und ihn festnehmen möchte. Mhm. Deswegen gab es im Vorfeld auch so eine Kampagne, weißt du, wo man so herausstellen sollte, dass der Master Chief doch nicht so der Überheld ist, sondern eigentlich auch ein bisschen böse und Sachen falsch macht. Und da wurden halt so ein paar Sachen verkündet, wer die Mitglieder sind im Team, die sagen euch jetzt alle nichts. Also Buck ist mit dabei, der war bei ODST mit dabei. Das ist doch unser Sales. Buck. Daniel Buck. Daniel Buck. Ist der vorhin zum Fenster reingekommen. So würde ich mich immer nennen lassen, wenn ich Buck hieße. Und was aber total schade ist, das wurde aber ja schon offiziell angekündigt, dass das Spiel nicht im Splitscreen spielbar ist, was ja sonst bei jedem Halo-Teil der Fall war. Ah ja. Das fand ich immer richtig cool, dass du die Kampagne zusammen mit Splitscreen spielen konntest. Jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Konntest. Nee, jetzt habe ich auch. Jetzt hab ich. Ja, mei. Ja, aber das ist doch... Das ist doch das Halo, wo man schon die Multiplayer-Beta spielen konnte, ne? Genau, richtig. Mhm. Und das haben sie ja im Endeffekt auch angekündigt, weil sie ja bei Halo der Master Chief Collection ziemlich verkackt haben, was die Multiplayer anging. Mhm. Ich habe ja dann auch einfach nicht gespielt, weil keine Verbindung kam zustande. Das war total ätzend, dass sie jetzt gesagt haben, für jedes weitere Halo wird es immer eine Beta zum Multiplayer geben, damit sie solche Fehler ausmerzen können. Da denkt man sich so, da gibt es diese Firma schon so lange, dann kommt ein Spiel raus und dann funktioniert das nicht. Weißt, das ist halt so... Weiß auch nicht, da hat Kojima bestimmt wieder seine Finger im Spiel. Das habe ich noch nie verstanden. Da würde ich echt gerne mal hinter die Kulissen blicken, mal reingucken, warum hat das nicht geklappt? Wo lag da der Fehler? So, weil ich verstehe es einfach nicht. Bei so einer großen Firma verstehe ich es halt nicht. Dann sagen sie, ja, da fragen sie die Falschen. Ja. Fragen sie mal bei Sony. Wenn wir es wüssten. Ja, ich gebe mal die Durchwahl. Ja, genau. Wenn ihr dieses Video seht, ist Montag, sprich, dann ist die Bethesda-Pressekonferenz ja schon vorbei und die haben ja schon vor der E3 eigentlich die große Bombe platzen lassen, nämlich mit Fallout 4. Warum macht man das eigentlich? Warum wartet man da nicht bis zur Presse? Das frage ich mich auch. Und jetzt ist es ja bekannt, also die Leute wissen jetzt schon Bescheid, weil jetzt ist ja rum. Aber was glaubt, wir sind jetzt noch in einer Situation, in einer unwissenden Position quasi. Wir wissen ja noch nicht, was dann angekündigt worden wird sein. Fallout 4 mit Dinosauriern. Sollen wir raten? Aus Roboter. Kommt da noch was anderes? Also es gab ja auch im Voraus schon... Kam da noch was anderes? Es gab ja die Gerüchte, dass sie tatsächlich schon Gameplay zeigen wollen, halt 30 Minuten oder so. Ja, das wäre cool. Das könnte sein. Und das wäre ja eigentlich das Einzige, womit sie halt den Trailer, der ja doch verhältnismäßig ausführlich war, halt noch toppen könnten. Also was sollten sie da sonst machen? Aber kein neuer Titel auch jetzt zusätzlich, glaubt ihr? Oder? Wie hieß denn dieser... ich habe schon wieder vergessen. Vielleicht ein Add-on für Elder Scrolls Online. Mhm. Dieser in London, viktorianisches London, hat er damals gespielt. Der kam ja auch von Dishonored 2. Die Maske des Zorns. Ja, stimmt, da gab es auch. Hat auch keiner gekauft. Kommt keine Fortsetzung. Zum Glück nicht. Ja, aber viele fragen danach anscheinend. Komm. Nee, das hat sich gut verkauft. Das kommt wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, ja. Was hat sich das gut verkauft? Das Studio macht gerade nichts anderes. Das halte ich für ein Gerücht, dass sich das gut verkauft hat. Relativ gut verkauft in der neuen Maske. Relativ. Vielleicht haben die ja selber. Der Jubelperser wieder da hinten. Das Studio macht ja nichts anderes. Ja. So. Also genau, ich wollte mal was nicht. Anderes machen. Ich habe das abgebrochen. Das war eins der wenigen Spiele, die ich je in meinem Leben abgebrochen habe. Krass. Ich konnte war okay. Ich fand's halt nett. Genau. Ich fand's auch okay. Ich konnte halt mit dem Style einfach irgendwie gar nichts anfangen. Aber das macht jetzt Assassin's Creed Syndicate ja auch viktorianisch. Schöne London. Brücke, Assassin's Creed Syndicate. Doch. Also ich glaube ja, dass das ganz witzig wird. Das könnte ja wieder mein neuer Einstieg ins Assassin's Creed-Universum werden. Auf Kutschen reiten? Ja, ich finde einfach den Ansatz so interessant, dass das einfach mal, dass der Protagonist vom Typ mal so ein bisschen ein anderer ist. Und der Frau. Geht jetzt wieder so, bitte? Und eine Frau. Beides sind ja zwei Geschwister. Ja, Mann, und eine Frau, ja.
Also mir hat dieser Trailer irgendwie super viel Spaß gemacht, weil ich glaube... Zwei Geschwister. Vielleicht, ja genau, vielleicht schafft man es tatsächlich mal über den Weg so ein bisschen wieder einen frischen Wind reinzukriegen. Ich war ja großer Ezio Auditore-Fan und ich glaube, der jetzige Held könnte da schon ähnlich funktionieren, auch mit einem ähnlichen Humor vielleicht und so. Freue ich mich drauf. Wird halt so ein bisschen... Klicke ich mich rein. Ja, klicke ich mal rein, da schaue ich mal rein. Ja. Nee, das wird ja so ein bisschen wahrscheinlich... Also durch die Kutschen-Action und so wird da so ein bisschen so GTA-Charme vielleicht aufkommen. Nee, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? GTA hat doch keinen Charme. Nee, null. Null GTA Charme. Ich finde GTA hat Bombast und Humor und Witz. Also, aber GTA hat doch keinen Charme. GTA ist... Echt? Na, ich finde es schade, dass sie keinen Multiplayer mehr haben. Echt? Ja, echt. Bei was jetzt? Bei Assassin's Creed? Ja, bei Assassin's Creed. Wer braucht denn bei Assassin's Creed einen Multiplayer? Nein, weil das war ganz cool. Ich hab mit meinen Kumpels das gerne gespielt. Wir waren dann halt zu viert und haben halt dann zu viert diesen Koop-Modus halt gespielt. Ich bin ja der Meinung, dass man sich wirklich auf eine Sache konzentrieren sollte. Also, ich dachte, du meinst jetzt den richtigen Multiplayer. Ach so, den. Ja, den hat man ja immer ein, zwei Tage gespielt und hatte dann keinen Bock mehr, auf die ganzen Achievement-Hunter. Um den geht's jetzt, ja. Es geht um den Koop-Modus im neuen, also in Unity. Ja, Der war zwar noch so sehr rudimentär, aber der hat schon Spaß gemacht und hätte ich jetzt gedacht, vielleicht erweitern sie das Konzept noch, aber stattdessen werfen sie es wieder komplett über Bord. Es hat mir zu lange gedauert, bis es geladen ist. Abwarten, ja. Und die Maxi spielt viele Open World, die hat wenig Zeit. Ja, das stimmt, die Ladezeiten, die waren halt schon krass. Ich meine, du musstest ja laden und dann irgendwann, wenn du dachtest, jetzt mal fertig geladen, kam erst der Ladebalken. Aufladen! Wisst ihr noch, wo das herkommt? Aufladen! Nee. Time Crisis für die PlayStation 1, Lightgun-Shooter. Ah, ja? Die Stimme aus dem Off immer gesagt, wenn du keine aufladen. Munition mehr hattest, aufladen. Boah, das ist aber nett. Ja, aufladen. So, Toad ist ja hier bei mir. Wir haben noch gar nicht über Nintendo gesprochen. Was können wir denn von denen Splatoon 2 erwarten, dass Splatoon 2 kommt? Ja. Nee, also Zelda wird wohl nicht passieren, befürchte ich. Aber so ein Metroid wäre ja schön. Auch schon in den... Was wir wünschen, was wir uns wünschen. F-Zero wäre der Wahnsinn. Ja. Neues F-Zero für Wii U. Es wäre auch cool, wenn sie über ihre neue Hardware reden würden. Diese NX, Nintendo NX oder irgendwie sowas heißt das. Mhm. Wo sie ja irgendwie gesagt haben, dass sie eine Brücke schlagen wollen zwischen, also mehr Connection zwischen der Wii U oder, das ist ja total geheimnisvoll. Ja. Ich stand ja irgendwie nur da, nur All Entertainment System. Jetzt muss man halt wieder mit irgendwas rumfuchteln. Und es ist dann wieder das next big thing, so irgendwie. Die sollen einfach Star Fox bitte zeigen. Oder ein neues Wii U-Pad, ich weiß es nicht. Einen neuen Zelda-Trailer, ein neues Metroid und oder neues F-Zero. Vielleicht noch ein Kirbychen und einen neuen Mario-Titel. Was mich auch interessieren würde, wären tatsächlich, es kommt ja bald die neuen VR-Brillen raus, also Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres. Ob es da irgendwie richtig coole neue Titel gibt, die sie da ankündigen werden. Weil langsam wird es ja tatsächlich als spruchreif und da müssen die Titel ja alle stehen, so wenn du das kaufen willst. Also die Oculus Rift Präsentation ist ja tatsächlich am Freitag gewesen. Also am Donnerstag vor Ort dort und Freitag bei uns, glaube ich. Nee, die ist vor der E3. Also die ist heute. Wir sollten aufhören, über Sachen zu reden, die sein werden, wenn wir die Sendung aber ausstrahlen, schon gewesen sind, weil es ist ja nur Spekulation. Das ist richtig. Lass uns doch mal lieber nochmal über Nintendo sprechen, weil ich glaube wirklich, dass die E3 dieses Jahr schon auch für die Zukunft der Firma sehr wichtig sein könnte. Weil ich meine, die Wii U verkauft sich nun wirklich nicht so gut und ich glaube, dass der nächste Boost oder der eigentlich erste richtige Boost dann mit Zelda kommt. Also deswegen bin ich schon der Meinung, dass Nintendo ein Stück weit unter Zugzwang ist und dass sie sich in L.A. nicht zu sehr zurücklehnen und auf ihre ganzen Flagship-Titel verzichten können. Deswegen glaube ich schon, dass sie eine große Marke aus dem Hut zaubern werden, weil sie es müssen, glaube ich ganz ehrlich. Also und neues Mario weiß ich halt nicht, ob da was kommt. Zelda dauert, sie können aber auch nicht all ihre Hoffnungen auf Zelda setzen. Deswegen, vielleicht passiert tatsächlich Metroid. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Ja. Ja. Mit Nintendo. Und Square ist doch mit Deus Ex am Start, ne? Square ist bestimmt mit Deus Ex am Start. Sie werden bestimmt auch Final Fantasy 15 zeigen, aber bestimmt nichts Neues. Es gibt ja jetzt seit ein paar Tagen die gepatchte Demo-Version mit einem neuen Bossgegner und so. Kingdom Hearts 3, glaube ich, wird nichts passieren. Und ansonsten vielleicht so ein bisschen Handheld-Kram für den Westen dann auch. Bravely Second wurde jetzt angekündigt für den Westen. Das ist natürlich toll. Das wird wieder ein ganz, ganz tolles Rollenspiel, glaube ich.
Ansonsten Square habe ich jetzt aber auch keinen Überraschungstitel auf dem Zettel. Von wem kommt das neue Tomb Raider? Kommt das auch von Square? Ja. 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 Und eventuell das neue Hitman. Und eventuell das neue Hitman, ja. Das würde mich ja voll freuen, wenn das. Ja, das wäre tatsächlich cool. Weil Absolution war so ein Spiel, wo ich noch viel danach drüber nachgedacht habe, wo ich noch viel so zurückgedacht habe und dachte, ah, diese Szene war geil. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Werden Sie morgen Abend erfahren? Bei der Pressekonferenz freue ich mich drauf. Ja. Beziehungsweise das wäre tatsächlich dann der Ort, wo ich mich morgen. Der Moment, wo ich Dienstag. Mich dann doch einschalten würde. Oder? Square ja, aber Dienstag. Twitch. Ach so, stimmt, Square. Ja. Ja. Da würde ich dann tatsächlich Square. Doch die Hose runterlassen. Live auf Twitch auch? Wenn Hitman kommt, ganz kurz. Ja, und dein Barcode-Tattoo zeigen. Barcode. Nicht Bartcode. Barcode. Bartcode. Deswegen habe ich den ja, den Bart. Ja, ich weiß schon. Eieieiei. Was gibt's denn noch? Wie sieht's denn mit dem mürrischen Griechen aus? Kommt da irgendwas Neues? Ja, da haben sie ja die HD-Collection angekündigt. Ja, aber HD-Collection. Was ist mit God of War 4? Das wäre geil. Mürrische Griechen. Das wäre tatsächlich richtig cool. Ja, und gerne auch besser als God of War 3. Ich bleib dabei, ich fand das ja nicht so gut. Ja, liegt aber halt auch daran, weil ich den zweiten Teil halt so super cool fand. Okay, ich fand alle grandios, auch die PSP-Variante. Das für die PSP sowieso, ja. Das war Spitzenklasse. Hoffentlich für Xbox One. Kauft halt einfach eine Playstation. God of War wird für Xbox nicht erscheinen. Aber das ist doch alles. Nee, das wird nicht passieren. Ach, das ist doch alles. Das ist doch alles schade. Macht nichts, du hast schon eine richtige Konsole daheim. Playstation kannst du hier spielen. Ja. Eben. Ja. Mache ich nur irgendwie nie, aber ja. Aber es ist tatsächlich möglich. Was es für die Xbox aber tatsächlich exklusiv gibt im Vergleich zur Tomb Playstation, Raider. Wäre erstmal Tomb Raider für 3 Wochen, dann kommst du wahrscheinlich auch auf der Playstation. Nein, aber Gears of War. Ja, da ist ja unannounced, heißt es ja. Da ist ja die Frage, ob es dann einen Gears of War auch wieder HD gibt und dann zusätzlich vielleicht Gears of War 4 angekündigt wird. Läuft, also scheint es ein bisschen darauf hinauszulaufen. Aber Gears of War war doch schon immer HD. Ja, Gears of War 3 Multiplayer der HD sozusagen. Also beziehungsweise da haben sie Leute eingeladen, das war Double mal in dem NeoGAF-Forum drin, dass da Leute eingeladen worden sind zum Testen eben. Ja, ja. Und dadurch ist das irgendwie ans Tageslicht gekommen. Okay. Das deutet dann so ein bisschen auf dieses Gears of War 3 HD-Remake hin. Ah, ja. Okay. Aber auch auf einen Vierer dementsprechend. Im Zusammenhang wäre das richtig cool. Also da würde ich mich auch richtig drauf freuen. Gears of War und die haben ja auch mal Schwierigkeiten gehabt am Anfang hier mit USK. Beim letzten gar nicht. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil das ist schon teilweise. USK. Ja. Es ist teilweise ist Gears of War schon ein bisschen. Also, wenn du so die Lancer so reinhaust und dann so. Ja, auf alle Fälle. Ja, das ist ja, aber ich glaube auch wieder mit der Begründung, weil. Da kommt die Soße. Weil das Aliens das oder Monster. Das Augenmerk des Spiels auf dem Rätsel liegt. Ach nee, stopp, das war bei Dead Space, war das so. Ja, genau. Ja, ja, die zerschrotzt in alle Himmelsrichtungen, aber es geht ja eigentlich ums Rätsellösen. Ja. Ja. Wie überlebt man auf so einem Raumschiff, wenn da lauter Aliens sind? Wie macht man das? Ja. Das ist mehr ein Lernspiel eigentlich, Dead Space. Da können Sie auch mal neu. Was ist mit Dead Space 3? Das ist tatsächlich ein Lernspiel, dieses A-Drift von 505. Ach so. Dead Space sind ja die Entwickler, haben ja gerade Battlefield Hardline gemacht. Ja. Also weiß ich nicht, ob Hätten Sie sich auch sparen können. Hätten Sie mal lieber. Sag mal, warum ist der Marco eigentlich so streng gescheitelt heute? Oder hat er die Haare unterm Kopfhörer? Streng gescheitelt? Ja, schau doch mal, anständig gescheitelt. Anständig, das ist in die Kopfhörer. Ja. Gescheitelt, gescheitert. Ja. Um was ging's jetzt? Dead Space? Nee. Ich glaube, The Division wolltest du gerade ansprechen. Die Dead Space Macher machen das neue Star Wars Spiel. Die Dead Space Macher machen das neue Star Wars Spiel, ja. Vermutlich mit Han Solo, ja. Hans Olo. Die Meldung hat ja schon bei deinen Game News wahnsinnig gut funktioniert, Marco. Ja. Toll, aber übrigens, Han Solo und Marco demnächst auf High Five, unser Star Wars Dienstag. Voll. Ja. Das wird richtig super. Ich glaube, cool. Diese Woche, also morgen gibt's nix. Genau, weil wir noch dann macht er nach dem Ankündigungstrailer erstmal Pause. Yeah. Ja. Soll ja auch nicht zu stressig werden, aber dann geht's los. Also, wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Könnte ganz okay werden. Ich persönlich interessiere mich nicht so dafür. Aber. So für den Durchschnitt. Nein, das wird auf jeden Fall super, weil wir halt da die absolute Star Wars-Kanone sitzen haben. Der Marco, der mag das halt richtig gern und der kennt sich damit auch richtig gut aus. Und der hat auch schon richtig spannende Interviews geführt. Dürfen wir aber noch nicht mehr dazu verraten, aber das wird das richtig, richtig gut. The Division wolltest du ansprechen. Cool. Ja, weil ich jetzt mal endlich wissen will, was das für ein Spiel wird. Ja.
Ich meine, das ist ja schon total lange angekündigt und sollte ja ursprünglich, glaube ich, auch schon draußen sein jetzt. Meinst du, die haben wegen Watch Dogs da ein bisschen zurückgefahren und sind da? Kann sein, aber ich bin halt bei The Division, will ich es jetzt endlich wissen, weil ich halt ursprünglich, also eigentlich mich mega drauf freue und Bock drauf habe, weil das ist ja auch schon wieder so ein Multiplayer-Koop-Ding und ist ähnlich wie Destiny ja so ein MMO-Hybrid oder so mit MMO-Einflüssen. Ja. Aber auf der anderen Seite, Ubisoft in der letzten Zeit, ihre Spiele waren ja eher so nicht so geil wie angekündigt. Ja, aber also da jetzt im hoffe letzten ich mal, Jahr. Genau. Und sprich Watch Dogs. Und genau, sprich Unity. Watch Dogs. Unity fand ich gar nicht so schlecht, aber Far Cry 4... Ja, wir reden ja nicht vom Inhalt, sondern einfach von dem Bug-Skandal. Ja, davon und halt generell, ja, es ist halt die Frage, ob sie mit The Division da irgendwie die Kurve kriegen. Ja. Und ob das Spiel seine Erwartungen halt hält, auch gerade, weil ja für mich persönlich... Es ist immer schwierig bei so Spielen, die sich so lange in der Entwicklung befinden. Ja, weil für mich persönlich auch... Weil dann sagen alle, okay, das muss ja der Knaller werden, wenn die da jetzt irgendwie schon 8 Jahre dran rumschrauben. Ja. Und ich kann mich kaum an ein Spiel erinnern, das so eine lange Produktionsphase hinter sich gebracht hat, dann kam und wirklich alle weggebumst hat. Es war dann meistens so, ja, hätten sie es mal lieber 3 Jahre früher rausgebracht. Deswegen bin ich da sehr gespannt bei The Division. Also. Was denn? Duke Nukem war schon... Es war ein unglaublich gutes Spiel. Ja. Ich fand's extrem lustig. Duke Nukem? Ja. Ja, natürlich war es lustig, aber es ist halt... extrem lustig. Ihr spielerisch war es. Also man hätte es vielleicht auch 5 Jahre früher zusammenschrauben können. Also das, was ist dann... Das Geilste an Duke Nukem ist, dass die Half-Life Da war natürlich Ego bei dir alle vorbei. Master Chief-Anspielung, Superspiel 90! Ja. Das Geilste an Duke Nukem... Und jetzt zurück nach L.A. Ja. ...ist, dass die Half-Life Ego heißt. Bitte was? Ich verstehe es nicht. Die Health-Leiste bei Duke Nukem heißt Ego und das ist das Lustigste an diesem Spiel. Ja, natürlich ist der Humor gut, aber das macht es leider noch nicht zu einem richtig guten Spiel. Ja. So, was damals ein richtig gutes Spiel war, war Resident Evil Zero für den Gamecube. Kommt jetzt auch wieder. Wie lange ist das denn her, das Release? Aber das ist ja ein Reboot, oder, der Serie Resident Evil jetzt? Ist es ein Reboot? Es soll ein Reboot der Serie werden. Ah ja, okay. Also vom also hat das mit dem Ur-Resident Evil Zero gar nichts zu tun, oder was? Ja, doch, indem es ja vom ersten Teil oder zumindest vom Anfang ein Reboot werden soll. Das habe ich zumindest gelesen. So. Okay, also kein Remake, sondern ein Reboot. Richtig Reboot. Ach so, ich dachte, es wäre einfach halt ein Remake. Also wieder auf die alten Tugenden besinnen. Sprünge, ja, Zug aufspringen. Ja, dachte ich nämlich auch. Ich bin mir echt sicher, dass es ein Reboot ist. Ich weiß es nicht. Reboot, Remaster, auf jeden Fall... Ja, ich weiß, was das ist, aber ich meine, dass Bevor die Gemüter jetzt hier hochkochen, bleibt festzuhalten, dass natürlich, egal ob es jetzt Reboot oder Remaster ist, es wird halt wieder die Resident Evil Marke gemolken. Und ich bin mal gespannt, wie lange das halt noch gut geht. Weil tatsächlich, sollte es kein Reboot sein, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Mal so sagen, so jetzt mal wieder von vorne. Weil spätestens mit Resident Evil 6 war es dann halt auch vorbei. So, finde ich. Also das ist ja, es hat leider ja eben was mit dem, was du ansprichst, mit Resident Evil hat leider gar nichts mehr zu tun. Und du kannst ja jeden Resident Evil Fan fragen, jeder wird dir sagen, boah, Teil 2 und boah, vielleicht auch noch Teil 3 und natürlich Teil 4 war natürlich mega gut, aber dann wurde es halt schwierig, auch mit den ganzen Spin-Offs und Ablegern und eben Remakes und boah, also bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ansonsten wird es aber ein bisschen dünn am Capcom-Stand, oder? Ich mach mal so eine Checkliste und schau mal, wie viele Remastered Reboot-Titel tatsächlich da auf Day 3 vertreten sind, auch mit Ankündigungen. Ja. Weil das ist schon teilweise, es scheint schon viel zu sein, ne? Ja, wenn man auf alle Fälle. Ist. Ja, natürlich. Bin ich sehr gespannt. Ich finde es gar nicht so schlecht, weil ich so viele Klassiker nicht gespielt habe. Bist du auch nur junger Bub? Ja, und deswegen, dann sind so Remaster-Titel immer schön. Sind natürlich nicht schlecht, ja. Das stimmt. Rainbow Six? Ja. Wegen mir nicht. Also Doch, als Shooter ist es schon ja, klar. Cool. Macht schon Spaß. Also wir haben das ja gestreamt. Aber ist jetzt nicht das, worauf ich scharf bin? Wir haben das ja gestreamt, also der Flo und der Tobi. Die IV war das, ne? Ja. Und das Grundprinzip finde ich schon gar nicht so uncool, weil ich mag das halt, oder ich mag das bei Multiplayer-Shootern, wenn die halt etwas taktischer sind. Deswegen bevorzuge ich jetzt auch Battlefield jetzt gegenüber irgendwie Call of Duty. Weil das halt so ein bisschen mehr zumindest... Aber nicht zu viel. Das finde ich nämlich das Coole an Rainbow Six. Ja, aber es ist halt geil, dieses, dass du halt aufpassen musst, dass du nicht erschossen wirst, dann bist du halt tot. Quote of the year. Ja.
bei Jules. Du musst halt aufpassen, genau, dass du nicht erschossen wirst, weil dann bist du nämlich tot. Genau. Muss ich aber über meine One-Liner lustig machen. Das ist tatsächlich. Man darf ja auch nicht mit so einer Nutella-Erwartungshaltung in ein Philadelphia-Brötchen beißen. Ja, das war ja auch einfach ein Hammer-One-Liner. Ja, das war ein Hammer-One-Liner. Wir haben auch noch viele Hammer-Spiele, die uns erwarten werden auf der E3. Über alle können wir jetzt hier in dem Rahmen nicht sprechen. The Walking Dead habe ich hier noch stehen zum Beispiel. Doom natürlich. Das ist aber ein Shooter, ne? Guitar Hero Live. Was denn? Overkills. Overkills, ja. The Walking Dead. Von dem Payday-Machern, ne? Ja, also da kommen natürlich noch einige Sachen. Und wir werden all das beleuchten. Yes. Und zwar hier aus München und natürlich auch aus L.A. Also Maxi wird vor Ort sein und jeden Tag Videos liefern. Und wir werden Montag, also heute Abend und morgen Abend dann auch twitchen. Die Pressekonferenzen, wenn ihr es dann nicht so lange aushaltet, dann könnt ihr die dann auch am nächsten Tag auf unserem YouTube-Kanal finden, weil es wird ganz schön spät. Ja. Also da laden wir das auch nochmal hoch. Ja, und ja, aber dann. Bist du beleidigt? Bin ich auch beleidigt. Na. Ja. Werden wir mal sehen. Das wird schon cool. Wir düsen erstmal nach Berlin. Jetzt? Also, wir sind ja jetzt quasi in Berlin. Wir sind jetzt quasi da. Das wird auch super, ey. Das, die E3 des kleinen Mannes, möchte ich sagen. Ja. Der Currywurststand. Japan! Why? Freut euch auf viele Videos von und über die E3 diese Woche hier bei uns auf High Five und auf High Five Live. Dann noch wieder mit Florian Heider. Dafür ohne Maxi. Du kommst nächste Woche wieder. Wird auch toll. Top! Und bis dahin. Macht's gut. Wo ist die totale? Mitte. In der Mitte. Guten Flug, Maxi. Guten Flug, Maxi. Euch auch. Ja. Maxi fliegt jetzt direkt von der Couch los. Ciao. Nothing to do. Können wir ja bearbeiten. Dann ist aber mega. Richtig nervig langsam so. Ja. So richtig nervigen lauten Surren. Aber bitte auch 10 Stunden lang, solange wie der Flug dauert nach L.A. Sind wir noch gerade auf Sendung? Machen wir das gerade noch? Ja, klar. Fliegt Maxi gerade schon? Fliegt schon in der Postproduktion. Ja, das musst du dann machen. Oh, ja. Mach's gut, Leute. Tschüss. Das muss Marco machen.